Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video habe ich Jonas wieder mit dabei. Und wir werden etwas sehr, 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 sehr cooles und spannendes filmen. Und Jonas wird mich am Ende des Videos hassen. Wie oft hast du jetzt sehr gesagt? Oft, ja. Hallo übrigens. Und zwar haben wir heute Folgendes vor. Das war ein Videowunsch von euch, der sehr häufig genannt wurde. Und zwar, Jonas muss mir Sachen kaufen, die den Anfangsbuchstaben haben von einem Buchstaben von meinem Vornamen. Also, wir kaufen heute was mit J, was mit U, was mit L, was mit I, was mit A. Das ist aber herausfordernd. Aber ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich darf auch den Wunsch äußern, was er bestellen muss. Das ist aber unfair. Nein, das ist fair. Übrigens haben wir auf Instagram die 2,2 Millionen Follower geknackt. Und deswegen gibt es da auch wieder eine neue Verlosung, die verbirgt sich unter diesem Foto hier. Da könnt ihr mal vorbeischauen und dann zur Seite wischen. Dann seht ihr auch schon, was ihr gewinnen könnt. Okay, wozu der Geiz? Es ist jetzt doch eine 2000 Euro Verlosung geworden. Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur Follower von mir hier auf YouTube und auf Instagram sein. Dann meine letzten drei Instagram-Beiträge liken und unter das Verlosungsbild kommentieren, mit wem ihr diesen fetten Gewinn hier teilen würdet. Ich packe euch den direkten Link in die Infobox oder schaut einfach eben auf Instagram unter dem Namen xLetter. Viel Spaß bei der Verlosung! Ihr könnt super schnell und einfach daran teilnehmen. Das kriegt jeder hin. Und wir starten dann jetzt mit dem eigentlichen Video. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den Zopf? Yep oder nein? Wir starten dann jetzt auf jeden Fall mit dem Buchstaben J. So, was wäre das Schlimmstmögliche, was ich von dir verlangen könnte, was den Buchstaben J hat, was du mir kaufen musst? Ein iPhone. Ich habe eventuell schon hingedroppt, was ich gerne hätte. Aber nein, bei J kommt das noch nicht vor. Ein Jonas-Ersatz. Ein Jonas, ja. Kann man den irgendwo kaufen? Das wäre toll. Immer wenn wir Streit haben, kann ich einfach zu meinem Jonas-Ersatz gehen. Nein? Sonst noch was anderes mit J? Bei mir fallen mir gerade wenige Dinge mit J ein. Okay, dann kann ich dir mal sagen, was ich mir auf meine Wunschliste geschrieben habe. Einen Joghurt. Oh, das kriege ich hin, das ist kein Problem. Möchtest du ihn online bestellen oder lieber im Laden kaufen gehen? Ich würde sagen, den kaufe ich dann doch lieber im stationären Einzelhandel. Würde ich dir auch empfehlen, das wäre dann die erste Sache. Keine Sorge, Leute, es wird noch besser. Dieser Joghurt ist es hier übrigens geworden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gern etwas Spektakuläres vorgestellt. Ah ja, übrigens, ignoriert meine Nägel. Ich war jetzt schon seit 6 Wochen nicht mehr im Nagelstudio. Ups. Auf jeden Fall, ja, ist wahrscheinlich lecker, aber ich hätte gern so einen Weihnachtsjoghurt. So, machen wir weiter mit U. Was könnte ich mir mit U wünschen von dir? Eine Unterarmschiene. Nein, auch denk doch, das ist jetzt echt leicht. Was gibt's mit U, was man schenken kann? Eine Uhr. Eine Uhr. Uhr. Ja, richtig? Ja, cool. Aber wünsche ich mir eine Uhr? Trage ich Uhren? Nee, du trägst eher weniger Uhren. Haben wir nicht letztens über eine Uhr gesprochen? Genau. Wir haben letztens über seine Uhr gesprochen, weil Jonas ist Uhrenträger und ich habe ihm eine Smartwatch aufgeschwatzt und dann habe ich ihm gesagt, ich könnte sie ihm jetzt zu Weihnachten schenken, weil er nämlich zu geizig war, sich die zu holen. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, wieso wünsche ich mir bei U nicht einfach Jonas Uhr? Weil erstens, dann hat er jetzt seine Uhr. Zweitens, ich muss sein Weihnachtsgeschenk nicht kaufen. Drittens, er hat sich seine Uhr selber bezahlt. Deswegen kannst du dir jetzt die Uhr raussuchen. Das ist sehr hinterhältig. Und die bestellst du jetzt online. Warte, ich öffne sie. Das ist ja dann gar kein richtiges Geschenk mehr, aber irgendwie schon. Irgendwie habe ich nichts davon, aber ich spare mir dann die Kosten zum Weihnachtsgeschenk. Das finde ich dann schon wieder ganz gut. Das ist korrekt. So, here we go. Ich kann gerade nicht, ich habe unseren Tabby auf dem Arm. Ja, er hat gerade wirklich einfach Tabby auf dem Arm. Weißt du was? Ich nehme Tabby auf den Arm. Okay. Und du bestellst das. Eine Smartwatch, ne? Ja. Meine. Ach, die ich mir ausgesucht habe. Ja? Die ich für dich, also ja, die wir uns beide rausgeguckt haben. Ja. Die ich dir aufschwatzen wollte. Genau. Die dir zu teuer war. Immerhin, wir kaufen nichts. Was will ich brauchen? Ich habe zuerst Smartphone eingegeben. Voll peinlich in das Screenplay. Schaut mal bitte, wie süß unser kleiner Engel hier ist. Er schnurrt die ganze Zeit. Warte, wir sind mal alle ganz leise. Vielleicht hört man ihn dann. Oh, jetzt habe ich sie gefunden. Das ist sie, oder? Ja. Ja, die haben wir uns ausgesucht. Beziehungsweise du hast ausgesucht, dass sie schön aussieht. Und ich habe ausgesucht, dass die Technik in Ordnung ist. Ja, pack sie in den Warenkorb. Um das kurz zu erläutern. Jawohl, packe ich in den Warenkorb. Packen wir euch dann hier die Bestellbestätigung rein. Und dann zeige ich sie nochmal, wenn sie angekommen ist. Dass sie auch, dass ihr auch wisst, dass sie da ist. Und sie ist da. Jonas hat sie auch schon grob eingerichtet. So sieht sie aus. Ich finde sie wirklich schön. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie gut die jetzt gerade ist. Wird Jonas dann in den nächsten Tagen merken. Aber sie ist auch in der Infobox verlinkt. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Sache. Und zwar ist das L. Und bei L wünsche ich mir drei Vorschläge, darfst du noch sagen? Eine Lotusblüte. Nein, kreative Idee. Liebe, Jonas, Liebe. Kauf mir Liebe. Das könnte schwierig werden. Ja, ich glaube auch. Ein Labrador-Welpen. Würdest du das machen? Nein, ich möchte keinen Hund. Du kannst doch nicht sowas droppen und es dann wieder zurückziehen. Offensichtlich schon. Ja, mit der Tasse schaue ich dich jetzt nicht mehr an. Die ist nicht für dich. Die ist für euch. Letzte Chance, was gibt es sonst noch mit L? Laugenbrezel. Nein.
Aber gute Idee. Meine Idee war Lippenstift. Ah, okay, ja. Aber ich wünsche mir nicht irgendeinen Lippenstift, sondern... Auch noch Ansprüche hat die Dame. Sondern ich habe ja einen Lippenstift mit meinen Initialien eingraviert. Von dieser Reihe. Und da liegt auch ein PR-Karton, wo der Markenname draufsteht. Dann schaue ich jetzt mal kurz rüber. Da steht Givenchy. Ich weiß, dass du viele Lippenstifte von Givenchy hast und ich glaube, du hast auch so einen gravierten von dem. Richtig. Das ist korrekt, ja. Korrekt. Das heißt, ich hätte jetzt gerne einen Givenchy-Lippenstift. Okay. Nur ich musste was mit L sagen, deswegen Lippenstift, aber ich hätte gar nicht gerne einen Givenchy-Lippenstift. Okay. Das heißt, du gehst jetzt wohl auf die Douglas-Seite. Okay, ich gebe dir jetzt einfach mal hier Givenchy-Lippenstift in die Suche ein. Mhm. Nehmen hier einfach mal den erstbesten. Habe ich mir schon gedacht, dass sein Vorgehen genau das sein wird? Ja, und nimm dann auch einfach mal die erstbeste Farbe, die irgendwie nach Nude aussieht. Ja. Warum Nude? Weiß nicht. Ich weiß, dass du das gerne trägst, also von daher. Okay, dann wandert die jetzt auch wieder im Warenkorb. Wandert im Warenkorb, hab eine gefunden. Gefällt mir. Und das hier ist jetzt der Lippenstift geworden. Ich bin da jetzt aus Versehen schon direkt mal mit dem Deckel dran gedatscht. Ich habe eigentlich schon so gut wie alle Givenchy-Lippenstifte, aber den hier habe ich tatsächlich noch nicht. Deswegen, das war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Wahl. Und ich meine, die Farbe ist auch toll. Die ist ja super tragbar. Und weiter machen wir dann mit der nächsten Sache. Und die fängt mit I an. Und es gibt aktuell ein Thema, was hier herrscht. Eine Sache, die ich mir gerne kaufen würde, die Jonas nicht so ganz nachvollziehen kann. Das iPhone. Und er hat sich schon gedacht, als ich dieses Video hier vorgeschlagen habe, dass es darauf hinausläuft. Ja. Bei I hätte ich gerne ein... Weiß ich nicht. Ein... Es fällt mir wirklich einfach nicht ein. Ein... Igel. Ein iPhone 11 Pro Max. Okay. Könnten wir denn jetzt gerade noch mal eine kurze Unterbrechung machen und ich zähle dir noch alle negativen Aspekte am iPhone auf? Nein. Und noch mal alle Nachteile im Gegensatz zu einem vernünftigen Handy? Wir bestellen das jetzt. Also, du gehst erstmal auf die Apple-Seite. Ich muss wahrscheinlich sowieso noch 3 Wochen warten, bis es da ist. Apple? Ja, Apple. Abgebissene-Apfel.com. Hättest du diese Apple wahrscheinlich verklagt werden? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Alle, die nicht mit Technik umgehen können, die keine Ahnung von Handys haben. Wie er shaded! Haben wir das Gerät für sie. Shaded! Wenn sie es nicht haben, dann dieser haben sie es Shade! Nicht. Okay, gut, also. Weißt du, diese 3 Kameras auf der Rückseite, die sehen halt auch original aus wie so eine Herdplatte. Ne? Ja, von so einem Campingkocher. So ein Campingkocher. Finde ich auch. Ich muss sagen, von hinten ist es echt nicht Aesthetics geworden. Vor allem, egal welche Handyhülle man draufpackt, es sieht hässlich aus. Ja, und es kann auch nichts. Genau, in Silber. Und. Pro Max, Pro. Pro Max? Das habe ich doch. Entschuldigung, okay. Er hat mir nicht zugehört. Silber. Ja, Silber. Okay. Und diese mittlere Speicherdingens. Mittlere Speicherdingens. Da stellen sich mir wieder alle Nackenhaare auf. 256 GB Speicherplatz. Ja? Ja, genau die. Mhm. Ja. Apple Care Plus kriegst du jetzt nicht, weil das fängt nicht mit I an. Du Opfer. Aber mit A, Julia, A. Nein. Im Warenkorb. Wie lange Lieferzeit? 23. Oktober bis 4. November. Wenn es ankommt, dann werde ich euch das in meiner Insta-Story zeigen, weil es wird auf jeden Fall später ankommen, als hier diese Story, als hier dieses Video online geht. Aber ihr werdet es dann bei mir auf Instagram sehen, weil wir werden das jetzt bestellen. Ja. Gott sei Dank habe ich ein I im Namen und es wird noch besser, Jonas. Du musst die Bestellung noch gar nicht abschicken. Noch nicht abschicken, noch nicht abschicken. Und zwar, weil jetzt geht's weiter mit A. Ja, aber jetzt nicht irgendwas, was mit Apple anfängt. Das ist ja geschummelt. Apple? Nein. Jetzt noch? Ich hätte nämlich gerne jetzt ein... Oh! Ich hätte jetzt nämlich gerne eine Apple-Handyhülle. In rosa. Okay. Und so wie die eine weiße, die ich habe. Weißt du, dieses, das hat sich so schön angefühlt. Okay, warte, ich starte das hier nochmal, die Bildschirmaufnahme. Dann gehe ich hier nochmal zurück. Natürlich eine passende für mein Handy. Für mein neues Handy. Und dann haben wir jetzt eine weiße Handyhülle. Nein, ich weiß, ich habe rosa gesagt. Wie er mir nicht zuhört. Sandrosa im Angebot. Sandrosa, zeig mal. Ja. Na doch, das Rosa ist mit Abstand am schönsten. Okay, hinzufügen und fertig. Hat ganz auch ein Gelb? Weiß ich nicht. Können wir jetzt leider auch nicht mehr nachgucken im Nachhinein. Okay, dann bestellt. Oh mein Gott! Oh.
Wollen wir dieses Spiel auch mal mit Jonas spielen? Ja, dann krieg ich die Sachen. Guck mal, du hast doch auch was bekommen, eine Uhr. Die ich mir selber bezahle. Aber sie ist für dich und nicht für mich. Also ich finde, das macht schon einen Unterschied. Das war doch alles hier gar nicht so unfair. Übrigens, mein Pulli ist aus dem X-Later Shop, den verlinke ich euch auch mal in der Infobox, weil wir arbeiten nämlich gerade an der Winterkollektion, beziehungsweise die ist schon fertig. Und schön, da kommt auf jeden Fall ein neuer Stuff. Bist du cool. Oh, ich habe was im Auge. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, könnt ihr sehr gerne auf das i klicken oder eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Oder schaut einfach auf meiner Instagram-Seite vorbei, wenn ihr eben ein Beauty-Paket im Wert von 1000 Euro gewinnen möchtet. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.